Herzlich willkommen zurück zur Problemzone mit Blockmonster und Visavi zum Thema Kriminalität. Jetzt nicht mehr live, aber wir haben noch einige Kommentare, die es leider nicht mehr in die Sendung geschafft haben, aus zeitlichen Gründen. Es gibt eine Frage, ob du die jetzt so auf Anhieb hier beantworten kannst oder ob wir da jetzt nochmal alle Akten durchwühlen müssen, weiß ich nicht genau. Und zwar wollte Krischi gerne wissen, welche Gesetze hast du schon gebrochen? Kannst du das überhaupt so aufzählen? Also jetzt nicht die, die du doppelt gebrochen hast, sondern so einzeln? Hausfriedensbruch, Bedrohung, Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Waffenbesitz, schwerer Waffenbesitz, Kriegswaffenkontrollgesetz, Volksverhetzung, was hatten wir noch? Landfriedensbruch, Raub, Diebstahl, Sachbeschädigung. Zu was zählt Potsdamer Platz in Brand stecken? Flächenbrand ist Brandstiftung einfach, wa? Einfache Brandstiftung. Was genau hast du am Potsdamer Platz eigentlich in Brand gesetzt? Also die hatten damals da diese riesen Baustelle angefangen. Davor war das ja mal, da war mal ein Asylantenwohnheim. Mhm. Das haben die dann wegplaniert. Dann haben die da drauf eine Zeit lang auf dieser Grasfläche haben die dann so eine Art Polenmarkt gemacht. Da konntest du dann so Snap-Kassetten gefälschte kaufen und alles und so Klamotten und so. Und dann haben die irgendwann angefangen, die Baustelle anzufangen. Und genau am Potsdamer Platz gibt es ja noch dieses Mauerstück. Und da war so ein Turm. Und da hatte ich mit einem Kumpel zusammen drin, haben wir unser Versteck in diesen Schützenturm drin gebaut. So alles richtig so geheim versteckt so. Und irgendwann haben wir uns auf den Baustellen rumgetrieben, haben Benzinkanister, Schubkarren gefunden, haben uns immer mehr mitgenommen, haben über die ganze Fläche verteilt, weil wir mal testen wollen, ob das so geht, wie im Film, dass es so eine Spur zieht. Haben angemacht, dann ist aber direkt der erste Benzinkanister komplett in die Luft geflogen. Dann war... stand alles unter Brand. So, mein Kumpel hat noch probiert auszutreten, aber konnte nichts mehr machen. Es ging so schnell, dass alles gebrannt hat. Dann Einsatzwagen, Polizei, Feuerwehr. Ich wollte noch abhauen, bin noch über den Zaun weg und bin in die Arme vom Bullen direkt. Aber es ist kein Mensch zu Schaden gekommen? Nee, nur Sachschaden. Und wie alt warst du da? Da war ich in der 4. Klasse. Das heißt, du wurdest nie wirklich deswegen oder konntest nicht wirklich belangt werden? Nee, das war so meint. Die Polizei hat mich nach Hause gebracht. Herr und Frau Dörpolz, ihr Sohn, wieder mal. So, was hat er diesmal gemacht? Wie alt ist man in der 4. Klasse? 8? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ich habe ja hier noch mehr Fragen. Du warst ja im Knast, darüber haben wir ja auch in der Live-Sendung gesprochen. Tina schreibt, hattest du im Knast jemals Suizidgedanken? Nee. Also ich sage ehrlich, das halbe Jahr U-Haft, ich wusste maximal dürfen die ein halbes Jahr mich in U-Haft lassen und dann muss es zu einer Gerichtsverhandlung kommen und ich muss entweder freikommen oder verurteilt werden. Ich wusste halt ein halbes Jahr lang geht es mir richtig scheiße, aber danach, selbst wenn ich verurteilt bin, bin ich ja Strafer und habe ganz andere Möglichkeiten. Als dann aber dieses so 8 Jahre im Raum stand, da war es teilweise echt so, oh, 8 Jahre, wenn die mich verurteilen und damit durchkommen. Und ich 8 Jahre rein müsste, ich weiß genau, dieses halbe Jahr hat mir schon gezeigt, ich bin überhaupt nicht der Gefängnistyp. Ich bin nicht der, der eingeschlossen sein kann und sagen kann, geil, jetzt bin ich der krasseste Gangster, jetzt, ey, ich habe so und so lange gesessen, das wäre gar nicht mein Ding. So, ich weiß nicht, was passiert wäre, so, aber ich bin eigentlich nicht so der Emo-Typ, der dann, oh, ich habe Probleme und muss mich wegmachen. So. Es gibt ja immer irgendeine Möglichkeit. Das ist, und dann hätte ich wahrscheinlich eher geguckt, ob ich abhauen kann. Also wir hätten nie mehr 8 Jahre, dann hätte ich geguckt, wie ich raus aus Deutschland nie wieder. Ich gehe keine 8 Jahre in den Knast. Das hat natürlich nichts mit Emo zu tun. Aber ich finde die Frage schon sehr interessant, weil also die Vorstellung, wenn man weiß, vielleicht sind es auch mehr als 8. Stell mal vor, es passiert irgendwas und du weißt, du bleibst vielleicht für den Rest deines Lebens. Dann würde, glaube ich, jeder, selbst der überhaupt normalerweise keine Suizidgedanken hegt, in Betracht ziehen, ey, hänge ich mich hier lieber auf irgendwie. Aber ich glaube, bevor das dazu kommt, dass du sagst, ey, ich werde mich selber wegmachen, so wäre der erste Gedanke, ey, wie habe ich die Möglichkeit? Ausdrückst mich selber wegmachen, ist auf jeden Fall. Ja, aber so bevor das dazu kommt, dass ich darüber nachdenke, ob ich mich selbst umbringe, wäre doch der erste Gedanke, was für Möglichkeiten hätte ich, um abzuhauen? So, wo sind Lücken? Wo gibt es vielleicht auf dem Weg zum Gericht die Möglichkeit, weil Gerichtsgebäude ist immer, wenn dann das schwächste Glied so, im Gericht hast du die meiste Möglichkeit abzuhauen, so was du halt im Knast nicht mehr so groß hast und es muss eine Möglichkeit dann geben. Also wenn es lebenslang wäre, würde ich auf jeden Fall nicht lebenslang sitzen wollen, sondern würde auf jeden Weg probieren rauszukommen und dann nie wieder in Deutschland zu sein. Abschließend noch ein Kommentar, der dich bestimmt freut. Iris schreibt, Blockmonster, bester Mann ever mit Herzchen.
Kann man so stehen lassen. Ja, das war's auch schon wieder. Wir haben hier weiß nicht, ob es stimmt, aber kann man einfach mal so stehen lassen. Wir haben so viele Kommentare bekommen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Die alle jetzt vorzulesen, würde noch mal 3 Jahre dauern. Deswegen belassen cool. wir es dabei. Aber ja, danke dir, Blockmonster. Und danke an alle netten Problemzuschauer, Kommentatoren. Mein Name ist Blockmonster, Hirntod Records. Mehr Problemzonen-Videos, mehr Hip-Hop-Content, Blockmonster, Hirntod.